Hallo FPV-Freunde, dieses Video ist eine Sammlung von Tipps, die meinen Workflow mit Gyroflow und die Ergebnisse verbessert haben. Es gibt bestimmt noch viel mehr Tricks und ich freue mich drauf, sie von euch in den Kommentaren zu lesen. Los geht's! Tipp 1. Sprache einstellen. Klingt komisch, aber auch ich habe erst nach einiger Zeit bemerkt, dass sich unten rechts unter Advanced und Language die Sprache umschalten lässt. Tipp 2. Tiefpassfilter aktivieren. Besonders wenn sie nicht mehr neu sind, produzieren Propeller gern hochfrequente Vibrationen, die als sogenanntes Yellow das ganze Bild wabbeln lassen wie Götterspeise. Hier gut zu sehen in einem Island-Video von Michas Welt. Unten links gibt es den Tiefpassfilter, der das fast völlig beseitigt. Dieser Schalter kann beim Stabilisieren von Copter-Videos grundsätzlich eingeschaltet bleiben. Tipp 3, 4K-Videos eventuell mit 60 Bildern pro Sekunde, das bringt einige Computer an ihre Grenzen und die Vorschau zum Stottern. Unten rechts unter Erweitert lässt sich die Vorschauauflösung einstellen und schon läuft diese wieder flüssig. Tipp 4, statischen Zoom aktivieren. Der voreingestellte dynamische Zoom sorgt besonders bei viel Weite oder Himmel dafür, dass bei ruckartigen Bewegungen der Kamera erst rein und dann wieder rausgezoomt wird. Das sieht aus, als würde ich hier gerade rückwärts fliegen. Es ist fast wie ein Vertigo-Effekt. Oben rechts unter Stabilisierung gibt es dafür das Pull-Down-Menü Zoom. Die Umschaltung auf statischen Zoom beseitigt diese ungewollte Bewegung völlig, hat dafür aber einen kleinen Nachteil. Der ganze Videoclip wird nun mit einem festen Zoom-Wert bearbeitet. Damit die Qualität des Videos erhalten bleibt, ist nun mit dem Regler für Glättung der Zoom-Wert unter 130% zu bringen. Je nach Flugverhalten ergeben sich dabei unterschiedliche Glättungswerte. Bei sehr wilden Fliegen oder Akro brauche ich einen Glättungswert zwischen 0,10 und 0,15, während bei ruhigeren Flügen Glättungswerte bis 0,20 und mehr möglich sind, ohne den Zoom über die 130% zu treiben. Super, kein Vertigo-Effekt mehr. Tipp 5. Crashs ausklammern. Wenn der Flug mit einem Crash endet, passieren meist so heftige Bewegungen, dass der nun statische Zoom das ganze Video mit 140% und mehr stabilisieren will. Also spule ich zu der Sekunde vor dem Crash und setze dort den Endpunkt. Das heißt, Gyroflow wird nur bis zu diesem Zeitpunkt im Video stabilisieren und exportieren und in diesem Fall statt mit 142% Zoom nur noch mit 116% Zoom. Das sind konkret mehr Bildinformationen und mehr Auflösung. Ein echter Gewinn. Wer den Crash braucht, kann diesen extra stabilisieren und exportieren. Tipp 6. Geschwindigkeit ändern. Manchmal wollen wir einen Clip schneller oder langsamer im späteren Video abspielen. Die meisten Videoeditoren haben dafür einen Regler, der die Clips brav in die gewünschte Geschwindigkeit bringt. Aber Gyroflow ist für unsere Augen optimiert und macht die Stabilisierung, ich nenne es mal, abgerundet. Wenn diese optimierten Clips nun nachträglich im Videoeditor schneller oder langsamer gedreht werden, verändert dies auch die Optimierung von Gyroflow. Und zwar negativ. Um das zu verdeutlichen, habe ich diesen Clip von Gyroflow in Originalgeschwindigkeit sowie mit 50, 150 und 200% Videogeschwindigkeit exportiert und die 100% Version anschließend mit meinem Videoeditor auch auf 50, 150 und 200% verändert. Die 6 Videoclips sind nun pärchenweise gegenübergestellt, um euch die kleinen, aber feinen Unterschiede zu zeigen. Thank you.
danke fürs Zuschauen und wenn ihr noch weitere Tipps zu Gyroflow kennt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare.